Was geht ab, Mann und Sie, Fighter, Ozer hier. Und willkommen zum Banner-Preview, zum LA Gogeta und LA Vegito Banner. Ihr habt es wahrscheinlich sicherlich gemerkt, die Banner selbst kamen heute nicht raus. Denn ich habe schon gesagt, ey Freunde, sie werden nach dem Teaser kommen, nämlich morgen. Morgen werden die Banner erscheinen, wobei es da ein kleines Update gibt. Nämlich für morgens eine Serverwartung angesetzt, diese geht bis 9 Uhr morgens. Danach werden die Banner erscheinen. Also, wissen wir Bescheid, die Banner von LA Vegito und LA Gogeta zusammen mit den Dokken Events erscheinen am Montag, 9. Juli, nach der Wartung. Also sofern sie auch, so wie sie gesetzt ist, um 9 Uhr endet. Anyways, wir werden hier dementsprechend, wie gesagt, die Charaktere selbst anschauen, die Banner selbst. Wir machen es heute mal ein bisschen anders. Wir schauen uns erstmal die Charaktere an. Wir fangen an der Stelle mit Gogeta, dann mit Vegito und dann vergleichen wir die Banner. Und dann werden wir das aus verschiedenen Standpunkten betrachten, weil hier muss man quasi ein bisschen abwägen, wer wo wie summon wird. Es hängt nämlich von der Person selbst ab, welche Charaktere sie haben, welche Interesse sie haben und so weiter und so fort. Speziell bei dem Duel-Fest-Banner. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und legen direkt los. Und so haben wir an der Stelle erstmal unseren Boy Gogeta. Gogeta ist so ein Fusion und Physisch. Okay, ist natürlich vom Physisch-Type, aber ihr seht schon, das ist noch nicht Gogeta, das ist Goku-Angel und Vegeta-Angel. Denn die Charaktere droppen zum einen erstmal so. Als Goku-Angel und Vegeta-Angel droppen sie, so sieht das Ganze aus, wenn sie droppen als SSR-Karte. Momentan sind sie noch ein Physisch-Leader, ihr könnt das gerne mal anschauen, was sie drauf haben. Ich wollte das euch nur zeigen, dass das die Karten sind, denn wir wissen ja, sie werden sich transformieren zu LA Vegito und Gogeta. Schauen wir uns gleich an. Und zwar wollte ich noch an der Stelle sagen, brauchen sie 35 von den neuen Dokkan-Event-Medaillen, die dann auch quasi online kommen werden morgen, vom neuen Super-Gogeta-Event. Und zwar braucht ihr da 35 von den ersten Medaillen, um die Charaktere auf TOR zu bringen. Okay, auf TOR sind sie dann Super Saiyan, Goku Angel und Super Saiyan Vegeta Angel. Immer noch physisch Type-Leader, könnt ihr euch gerne mal betrachten, was die so drauf haben. Wir schauen uns quasi die letzte Stufe dann an, wollte euch nur zeigen wegen den Medaillen. Dann braucht ihr weitere 35 aus dem neuen LA Gogeta Event und 35 aus dem alten Super Gogeta Event. Da würde ich euch empfehlen, weil die Super Gogeta Medaillen auf Stage 3, die vom Int, sind ja dieselben wie die vom Strength. Also geht her, macht 5-mal die Stage von Gogeta jetzt schon. Ja, die ganzen Dokkan-Events sind jetzt schon online. Wenn ihr die Event, die Medaille natürlich habt, farmt sie jetzt schon und holt euch da 35 auf Stage 3. Sofern ihr das schafft, wenn nicht, macht einfach Stage 2 an der Stelle. Weil auf Stage 3 wissen wir, droppen 7 auf Super 2. Genau, wie gesagt, 35 von den neuen LR Gogeta Medaillen und 35 von den alten. Dann werden sie zum LR-Status, nämlich dann haben wir hier an der Stelle Fused Fighting Force, Super Saiyan Goku Angel und Super Saiyan Vegeta Angel. So sieht ihr Artok aus und wir wissen ja, sie haben eine Transformationsmechanik, aber wir schauen uns mal alles von oben nach unten an. Nämlich, sie sind die Leader der Fusion-Kategorie, ihnen geben sie Ki plus 3, auf HP und Attack 170%, auf die Verteidigung 130% oder physisch Charakteren Ki plus 3 auf jeden Attribut 90%. Also sehr solide an der Stelle, wenn ich viele Fusion-Charaktere habe, könnt ihr auf jeden Fall noch Physisch-Charaktere mit reinhauen. Und dann funktioniert das quasi so, der Charakter bekommt den besseren Boost. Ja, wenn ihr einen Fusion-Charakter habt, sagen wir mal Super Saiyan 3 Physisch-Gotenks, dann bekommt ihr den Fusion-Boost und nicht beide. Wenn ihr einen Physisch-Charakter drin habt, der nicht zur Fusion-Kategorie gehört, dann bekommt ihr den Physisch-Boost logischerweise. Also es ist entweder oder, ja, nicht beides. Und im Endeffekt bekommt der Charakter immer den besseren Skill. So, erste Ulti ist Kamehameha und Big Bang. Zwischen 12 und 17 Ki wissen wir, startet das Ganze. Die macht Colossal Damage. Ultra Super Deck an der Stelle von den Jungs ist Kamehameha und Final Flash. Sie machen ihr Mega Colossal Damage und erhöhen ihr Angriff für eine Runde. Die Passive an der Stelle bekommen auf den Angriff und auf die Verteidigung 120% am Anfang der Runde, also sofern sie im Kampf sind. Bekommen pro Rainbow Orb, den sie einsammeln, zusätzlich Ki plus 2. Heißt, wenn ihr einen Rainbow Orb einsammelt, bekommt ihr 3 Ki davon. Und sie fusionieren sich, wenn die Bedingungen getroffen wurden. Das gucken wir uns gleich an. Links liegt Kamehameha, Golden Warrior, Super Saiyan, Experience Fighters, Prepared for Battle, Fierce Battle, Legendary Power und Fusion. Es sind die ersten LR Dokkan-exklusiven Charaktere und man merkt es. Man merkt es wirklich, meine Freunde. Sie sind sehr, sehr gute Units und wie gesagt, wenn sie sich transformieren, wie transformieren sie sich, was ist die Bedingung dazu? Nämlich, wenn unsere HP 50% oder drunter sind, ab dem Beginn der 6. Runde. Heißt, 6 Runden müssen vergangen sein, wenn dort unsere HP 50% oder drunter fällt, fusionieren sich die Jungs und werden zu LR Super Gogeta. LR Super Gogeta. An der Stelle erste Dokkan-exklusive Charakter zusammen mit LR Vegito. Also Dokkan-exklusive LR, um es besser zu sagen. Anyways, Leader Skill an der Stelle, wenn sie sich fusionieren, bleibt genau gleich. Super Attack, Big Bang Kamehameha macht auch Colossal Damage. Soul Punisher, Ultra Super Attack, macht Mega Colossal Damage und verringert Verteidigung und Angriff des Gegners. Und das deckt sich. Je öfter die Ultra Super Attack macht, desto mehr tut er quasi Angriff und Verteidigung des Gegners verringern. An der Stelle, wenn sie sich fusionieren,
healen wir uns unsere HP einmalig voll. Heißt, wir müssen ja unter 50% sein, wenn wir uns dann fusionieren, healen wir uns komplett. Er macht, beziehungsweise wie wir es von Supergurita kennen, gegen jeden sehr effektiven Schaden. Das Brutale ist, sie haben auf den Angriff Add Start of Turn 150% und auf die Verteidigung Attack und F 150% auf einen LR-Charakter. Ich RIP. Ist RIP. Zusätzlich bekommt er Ki plus 3 pro Rainbow Orb. Heißt, wenn ihr einen Rainbow Orb einsammelt, bekommt ihr Ki plus 4. Ihr merkt schon, dieser Charakter zählt auch für LVGito, den wir uns gleich anschauen werden. Dieser Charakter kommt komplett alleine zurecht. Deswegen sind LR-Great und LVGito wirklich die besten Karten, die es im Spiel gibt. Wohlgemerkt, was Overall angeht. Sie kommen alleine zurecht, sie sind Leader, sind brutale Leader, sind die ersten Dokkan X zu den LR. Ihre Sets, ihre Passive. Wenn wir das vergleichen haben, zum Beispiel LR Super Saiyan 3 Goku, er macht zwar mehr Schaden, aber bei ihm müssen viele Faktoren stimmen. Er muss ein Super Saiyan 3 Team sein, er braucht gute Linken Partner, er muss immer die Ultra Super Attack machen. Diese Jungs hier kommen völlig alleine zurecht. Durch die Passive, Angriff, Verteidigung Boost, durch die Transformation, natürlich muss es erstmal triggern, aber durch das mit dem Key Rainbow Key, also sie kommen auf die Ultra Super Attack wirklich von alleine auch. Ja, erfahrungsgemäß gesprochen. Deswegen sind es wirklich zwei besten Units, die es geben wird im Spiel. Kamehameha, Golden Warrior, Super Saiyan, Fuse Fighter, Prepare for Battle, Fierce Battle, Legendary Power. An der Stelle werden seine Link-Skills und der Boy ist, wie gesagt, wirklich eine einzigartige Maschine an der Stelle. Und by the way, wenn ihr Ultra Super Attack macht, verringert Angriff und Verteidigung um 20% vom Gegner, wie es hier dran steht. Und so viel zu den Jungen hier. Elevator wirklich 1A Bombe. Elevator, sein Gegenspieler, genau gleich, ist erstmal ein Int-Leader. Könnt ihr euch gerne betrachten, was er macht. Sie droppen als Goku und Vegeta logischerweise. Und dann braucht ihr 35 von den 9 LR Vegito Medaillen, um ihn zu erwecken. TOR-Form ist ja an der Stelle dann immer noch ein In-Type-Leader. Aber dann braucht ihr, um ihn zum LR zu erwecken. By the way, ich finde die TOR-Formen, Artworks, sowohl von Gogeta und auch Vegito richtig geil. Ich weiß, die sind brutal aus. Aber anyways. Und da braucht ihr dann, um ihn auf den LR-Shadow zu bringen, 35 von den 9 Vegito Medaillen und 35 von den physisch Super Vegito Medaillen, nicht Agility. Heißt, ihr müsst die von physisch Super Vegito holen. Wenn wir ihn dann erwecken, wird unser Boy hier zu Super Saiyan Goku und Super Saiyan Vegeta, die sich dann auch transformieren können. Gucken wir uns gleich an, wie gesagt. Diese Jungs hier, beziehungsweise ja, LR Vegito ist an der Stelle der Leader der Portara-Kategorie, gibt ihn Ki plus 3 HP und 170% auf die Verteidigung 130% oder ihn Charakteren Ki plus 3 auf 490%. Ist, ihr seht schon, ist ein Gegenspieler zu Vegeta. Erste Ulti macht Colossal Damage, zweite macht Mega Colossal Damage, erhöht den Angriff für eine Runde an der Stelle und sie haben auch Gegenspieler Attack und F 120% pro Rainbow Key, den sie einsammelt, Key plus 2. Beziehungsweise pro Rainbow Key, den ihr einsammelt, bekommt er zusätzlich Key plus 2. Heißt, wenn ihr einen einsammelt, wie gesagt, bekommt er Key plus 3. Und wenn die Bedingungen getroffen sind, oder ja, wenn die Bedingungen erfüllt wurden, führen sie die Potara-Fusion aus. Schauen wir uns gleich an. Kamehameha Super Saiyan Saiyan Lineage Experience Fighters Prepared for Battle Fierce Battle Legendary Power. Er ist eine Kategorie Potara und Majin Buu Saga. Unser andere Dude Gogeta durch eine Fusion Saga. Gut. Wenn die Bedingungen getroffen wurden, natürlich sind das auch nach 6 Runden. Wenn ihr nach 6 Runden euer HP 50% oder drunter sind, führen sie die Protara-Fusion aus. Leader Skill bleibt an der Stelle gleich. Wir werden zu LR Vegito. Erste Ulti hier an der Stelle macht Colossal Damage. Die zweite Ulti Final Kamehameha macht Mega Colossal Damage und erhöht den Angriff aller Verbündeten um 30% für eine Runde. Ist sehr cool an der Stelle, was man mitnehmen kann. Die Pass, wie gesagt, erhielt sich auch vollends einmalig, wenn er sich transformiert. Gegenspieler natürlich, wie wir es von Vegito kennen, er kontert normale Angriffe und bekommt auf die Angriff und auf die Verteidigung, also auf die Verteidigung und auf den Angriff 150% wie Gogeta, zusätzlich auch wie Gogeta pro Rainbow Orb, den er einsam bekommt, der Ki plus 3, also Ki plus 4. Kann man mehr Super Saiyan Power Base auf bei God Fuse Spider Prepare for Battle, Fierce Battle, Legendary Power an der Stelle nimmt der Dude mit und ihr seht es, also die zwei Charaktere, die sind wirklich 1A Bombe, die sind wirklich sehr, sehr gut. Beide stehen für sich, beide sind wirklich sehr, sehr gute Charaktere. Sie kommen alleine aus, sind aber die Leader, tun ihre Teams natürlich auch hier gut decken an der Stelle. Wenn wir uns aber die Summons ansehen, so viel zu den Charakteren selbst und uns der Frage stellen, ey, wo sollt ihr summonen? Welche Banner sind besser? Dann klären wir genau das jetzt. Aber zuerst gucken wir uns erstmal die beiden Banner an, so sehen sie aus. Das erste Banner von Vegeta wird folgende gefeatured Charaktere haben. Einen neuen Vegeta, neuen Goku, neuen Majin Vegeta, neuen Super Saiyan 2 Angel Goku. Diese vier Charaktere werden auch bei Vegito so vertreten sein, dann werden wir quasi den Abschnitt danach betrachten, nämlich bei Gogeta ist dann Gogeta drin, vierfacher Gogeta, Janemba, Super Gogeta, Shenko Gogeta, Janemba und noch ein Janemba. Warum sind hier Janemba drin? Weil Janemba sehr effektiv ist im Dokkan-Event von Gogeta. Andersrum haben wir dann an der Stelle ab dem Part Vegito, Super Vegito, Kid Buu. Kid Buu ist dann sehr effektiv im Dokkan-Event von
ja, Vegito an der Stelle. Vegito Blue, er geht die Super Vegito und Buhan und dann hier den Dude, den wir auch zu Kid Buu bringen können. Das sind natürlich die Banner, wie es in JP war. Ich gehe davon aus, dass sie genauso gleich bleiben werden. Ich gehe nicht davon aus, dass Tech Vegito Blue hier reinkommt. Deswegen werden wir das quasi an dem Standpunkt hier betrachten, wie es in JP war. Wir wissen, Vorteil an Global ist, wir haben GSSR. Heißt, in jedem Multisam wird der letzte Charakter ein garantierter SSR. Wir haben Super Multi-Discounts. Der erste Durchlauf, die ersten drei Multisam, beziehungsweise vier an der Stelle, der vierte wird immer kostenlos sein, werden wahrscheinlich vergünstigt sein. Zudem werden wir Tickets bekommen in separaten Ticketbanners zu Vegito und Gogeta, in denen wir auch sammeln können. Diese Tickets, gehe ich stark davon aus, die wir bekommen werden, wenn wir quasi in den Bannern von den beiden Jungs sammeln. So, erstmal jetzt hier objektiv betrachtet, bevor wir uns in Perspektiven stellen. Welches Banner ist besser? Ihr seht eigentlich schon, es ist eine klare Gegenüberstellung, wo ein Charakter hier zum Beispiel... Ja, wir haben hier Gogeta, in der anderen Stelle haben wir einen LR Vegito. Dann haben wir einen Kategorie Leader, haben wir an der Stelle auch. Dann haben wir einen Neogard Leader mit Janemba, hier auch. Okay. Und so weiter und so fort. Also es ist eine klare Gegenüberstellung. Aber, wenn ich das hier objektiv betrachten müsste, würde ich das Banner von Gogeta ein bisschen besser finden. Warum? Und zwar, wir sammeln hier, um entweder Vegito oder Gogeta zu ziehen, beziehungsweise, um es besser zu sagen, einen Leader zu ziehen für unser Fusion-Team oder für unser Potara-Team. Das ist der Grund, warum wir es sammeln wollen eigentlich. Natürlich hat jeder seine eigenen Gründe, aber objektiv betrachtet. Und deswegen denke ich, dass der Gogeta-Banner da ein bisschen besser ist, weil wir haben hier die Alternative drinnen, vierfache Gogeta. Wenn ihr alle Gogeta nicht zieht, habt ihr noch vierfachen Gogeta für euer Fusion-Team als Leader. Wir haben hier, ob ihr jetzt Endeffekt schon habt oder nicht, darum geht es mir nicht, sondern nur objektiv. Wir haben hier die Alternative im Banner drin gefeatured. Die Alternative für die Potara-Charaktere ist Kefla. Kefla ist jetzt zwar auch drin nicht gefeatured, aber wir sehen die Rates 5% aufgeteilt durch 139 Charaktere, also da Kefla zu sehen ist ein bisschen schwer. Und für die gefeatured Charaktere, wenn ich das hier sagen darf, sind es auch 5% geteilt durch 10 gefeatured Charaktere. Also wird es schon schwer sein, hier einen der gefeatured zu ziehen, weil die Rates gering sein werden, weil wir hier 10 gefeatured SSR haben. Aber wie gesagt, wir haben hier nicht die Alternative zum Potara-Leader, sondern wir haben hier einen Majin Buu Saga-Leader. Ist im Endeffekt nicht schlimm. Man könnte auch ein Majin Buu Saga-Team bauen. Ihr habt dann hier quasi Super Vegito als Leader, wenn ihr Kid Buu zieht, Kid Buu, Super Vegito. Aber ihr merkt schon, es ist eigentlich nicht der Sinn, warum wir hier summonen. Wir wollen eigentlich nicht den Majin Buu Leader. Natürlich, wenn ihr zieht, ist geil, ich habe ihn auch nicht, würde ihn gerne ziehen. Wir wollen ja eigentlich aber mit dem Potara-Team rausgehen. Deswegen ist das Banner ein bisschen, ein Ticken besser von Vegito, zumal wir auch Super Gogeta haben. Können wir auch mit reinnehmen, das Fusion-Team. Hier haben wir zwar Vegito Blue und Super Vegito AGL, aber im direkten Vergleich Vegito Blue und Super Gogeta. Super Gogeta ist ein Neo-Guard-Leader, Vegito Blue, Heroes-Leader, ein Alter, kommt nicht ran. Auch wenn hier 70% Leader ist und der Strength quasi ein bisschen älter ist als Super Vegito, merkt ihr schon, ist quasi wegen Super Gogeta ein Ticken besser, das Banner, der Inhalt selbst. Ein Ticken, ich sage wirklich nur ein Ticken, weil sie sind fast gleich. Auf der anderen Stelle jedoch, wenn ihr mich fragt, wer ist die bessere Unit, würde ich sagen Vegito. Aber auch nur ein Ticken wegen seinen Kontern. Er hat halt den Vorteil, dass er kontern kann und da nimmt er quasi mehr Schaden mit. Okay, soviel zu dem objektiven Kram. Wenn wir uns fragen, Perspektiven. Ganz klar, Perspektive Nummer 1. Seid ihr Gogeta-Liebhaber? Seid ihr Vegito-Liebhaber? Dann ist die Antwort klar. Wenn ihr Vegito mögt, sammelt ihr bei Vegito. Wenn ihr Gogeta mögt, sammelt ihr bei Gogeta. Ganz easy. Wenn ihr euch mal eure Charakterliste anschaut und seht, okay, ich habe bessere Protagon-Charaktere, dann sammelt ihr bei Vegito. Oder sagt, okay, ich habe bessere Fusion-Charaktere, dann sammelt ihr natürlich bei Gogeta. Ist auch leicht beantwortet, die Frage. Wenn ihr aber, wie gesagt, entweder Anfänger seid oder es ist euch egal, ob ihr Vegito oder Gogeta sammelt, Hauptsache ihr wollt sammeln. Wenn ihr euch fragt, okay, welcher Banner ist besser, dann, wie ich das gerade genannt habe, dann würde ich eigentlich das Banner von Gogeta sagen, wegen den Gründen, die ich gerade genannt habe, weil wir den alternativen Leader mit drin haben. Und Problem jedoch ist, beziehungsweise sagen wir es so, lasst uns erstmal bei so. Ich würde erstmal quasi bei Gogeta dann sammeln, wenn ihr quasi Anfänger seid und euch ist egal, ob ihr Vegito oder Gogeta habt. Aber auf der Gegenüberstellung ist natürlich auch nicht verkehrt, bei Vegito zu sammeln. Die Sache ist aber nur folgende. Wenn ich das mal beiseite schiebe, die Perspektiven, und sage, welche Charaktere haben denn die besseren, beziehungsweise bessere nicht, sondern mehr Auswahl, dann sind es Portal-Charaktere. Portal-Charaktere haben viel, viel mehr Auswahl als Fusion-Charaktere. Ihr könnt natürlich dann auch physische Charaktere mit reinnehmen oder im Endeffekt Int-Charaktere. Aber von der Kategorie selbst haben Portal-Charaktere mehr Auswahl als Fusion-Charaktere. Da liegt es aber dann letztendlich bei euch, wie gesagt, Perspektive 3 oder 2 waren das, keine Ahnung, um zu schauen, okay, ich habe bessere Portal-Charaktere, mir fehlt nur den Leader brauche ich, dann sammle ich für Vegito, oder ich habe bessere Fusion-Charaktere, dann nehme ich mir hier Gogeta her.
Genau, so viel eigentlich dazu, zu dem Banner-Preview, wie gesagt. Ob ihr es sammeln solltet, auf jeden Fall, nehmt das auf jeden Fall mit, die Tickets, Supermut, Israel und so weiter und so fort. Bei wem ihr es sammeln solltet, ich habe ein paar Perspektiven genannt, im Endeffekt ist es bei euch, meine Freunde. Nehmt euch ein bisschen Zeit für euch selbst und entscheidet euch, okay. Mache ich den mehr, dann nehme ich den. Habe ich bessere Units von dem, dann nehme ich den. Oder ist es mir egal und sage, okay, was ist ein besserer Banner-Inhalt eigentlich? Dann sage ich mal so, eigentlich das von Gogeta, aber Vegito selbst ist ein Ticken individuell besser. Damit ihr da quasi habt. Im Endeffekt, was ich euch mitgeben will, ich habe euch die Ratschläge gegeben. Entscheidet auf jeden Fall für euch selbst. Im Endeffekt sammelt ihr, essen eure Dragonstones. Ich gebe euch hier quasi nur die Tipps. Dementsprechend hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.